Das würde mich ja schon reizen hier. Im Eingangsbereich, wo kommen wir denn her? Ich hab dich gesehen. Hier vorne kommen wir her, ne? Hier ist irgendwo auch eine Genbank. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Raserei eingetauscht hatte. Da. Die marxistische... Ich habe jetzt hier bei den Kampftoningen einfach irgendwas draufgeklatscht, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Das wollte ich ja gar nicht. So, was wir jetzt tatsächlich nehmen, ist das Human Inferno. Lüge durch eine andere ersetzt. Statt dass nur die Und dann fangen wir mal an, den einen oder anderen Gegner so richtig schön in Brand zu stecken. Und so kam ich nach Amerika. Eine Eve-Spritze. Okay, der ist gehackt. Da können wir mal kurz gucken. Verbandskästen haben wir eigentlich genug im Moment. Hier gibt es eine unglaubliche hohe Anzahl an Spider-Splicern. Neuer Versuch. Na komm runter, lass uns spielen. Moin. Kartoffelchips gab's. Lecker. So, ich habe jetzt noch 27 Schuss für die Schrotflinte, das reicht. Ihr merkt schon, die Schrotflinte hier in Bioshock wirklich meine Waffe der Wahl. Es ist ja relativ selten, dass ich tatsächlich was anderes benutze. Aber auf der anderen Seite, man sollte sich halt auch größtenteils mit den Waffen beschäftigen, mit denen man auch umgehen kann. So, zack. Damit hätten wir 3 von 4. Wieso schaust du so? Es gefällt dir nicht, stimmt's? Ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Von niemandem. Du kannst mich mal, ihr beschissenen Zweifler. Ihr könnt mich alle mal. Damit ihr's wisst, ihr alle... Flieg davon, kleine Motte! Flieg! Besiege Cohens Splicer. Wo zur Hölle sind denn Cohens Splicer? Und da sieht man mal wieder, wie durchgeknallt der tatsächlich ist, weil ich hab doch gar nichts gesagt. Ich hab doch überhaupt nichts gesagt. Bumm! Hier bin ich, Schnuckis! Ja, zwischendurch schon mal... Ui! Oh, wie schön sie tanzen können. Da waren Splittergranaten. Du haust mich? Ey! Du darfst das auch nicht. So, wen von euch habe ich jetzt hier noch nicht durchsucht? Leute! Hier ist ein Verbandskasten. Ich habe ich auch gehört. So, jetzt will ich mal... Guckt euch das an. Was wir damit jetzt für Schaden verursachen. Ich hätte ganz gerne ein bisschen Schrotflintenmunition, weil die hat gerade ganz schön gelitten. Nein, nicht ganz die Schrotflintenmunition, die ich erhofft hatte.
Surprise, Game of Chance. Das ist doch vom Poseidon Plane. Okay, einer fehlt noch. Einer fehlt noch, einen müssen wir noch ausschalten. Warum hast du so ein trauriges Gesicht? Ach, ich weiß nicht, Jim. Ich glaube, ich weiß einfach nicht, was... Ich höre Big Daddy. Die Little Sisters? Hi! Ich sollte nicht zu nah ran, falls ich wieder eine statische Entladung, entlädt. Ich habe gerade das richtige Wort gesucht. Weil da ist ja irgendwo ein Spider-Splicer, der wieder mit mir spielen will. Das hat's gebracht. Erneut durchsuchen mit unserem Dieb-Tonikum. Und statt 4 Dollar habe ich dann von ihr 4 Dollar gekriegt. Geil. Läuft. Definitiv. Nichts Neues drin. Vielleicht kann man irgendwie die Chancen auch dafür erhöhen, dass man mit diesem Tonikum tatsächlich was Neues findet. Sonst tausche ich das nämlich aus. So, da ist der Munitionsautomat. Ich will auch bei meiner Schrotflinte bleiben. Ich mag meine Schrotflinte. Meine Schrotflinte ist mein Freund. So, den hatte ich schon, ne? Tatsächlich hatte ich den anscheinend noch nicht. Ah, nee! Ich hatte den Bouncer in diesem Bereich ja getötet. Weil ich ihn aus Versehen auf mich aufmerksam gemacht hatte. Forschungsbonus für Bouncer. Erhöht dauerhaft den Schraubenschlüsselschaden um 50%. Und damit sind wir jetzt sowohl bei der Little Sister als auch beim Bouncer Big Daddy auf dem letzten Forschungsgrad. Und ich habe gerade... dumm wie ich bin, einen Verbandskasten verbraucht, den ich gar nicht hätte verbrauchen müssen. So, muss noch mal in Eves Garden zurück. Hat er jetzt inzwischen... Warum markiert er den Tunnel nicht da? Als wir sind hier schon gewesen. Alles fauler Zauber. Wisst ihr was? Malerei, Musik, Poesie. Das ist alles nur fauler Zauber. Cone hat Ryan um den kleinen Finger gewickelt. Und womit? Dadurch, dass er ihm sagt, was er hören will. Steh auf, Rapture, hebe dich. So ein Blödsinn. Der Quatsch war schon Schnee von gestern, bevor Cone damit angefangen hat. Ich will von der ganzen gequirlten Kacke nichts mehr hören. Mich interessiert nur, dass der alte Sack mich hier behält. So, dann gucken wir jetzt mal hier die Treppe rauf. Ich würde ja schon ganz gern hier sämtliche Areale wieder durchsuchen. Das brauchen wir nicht hacken, das ist sinnlos. Wer weiß, wo man vielleicht noch das ein oder andere... Ja. Warum auch immer ich das eben nicht hacken konnte. Hör doch auf zu schießen, ist meins! Mann! Hat zwar ganz schön wehgetan. Interessant ist halt, dass hier der Haupteingang in der oberen Passage tatsächlich durch zwei Geschütze verteidigt wird. Warum auch immer dem der Fall ist, das klang jetzt irgendwie wieder doof, das sozusagen. Tschetschenischer Wodka. Jo, vielleicht später.
Jetzt gerade nicht, jetzt will ich gerade einen klaren Kopf behalten. Aber wo ist denn Big Daddy hin? Hier war doch ein Big Daddy gerade. Natürlich bringt das erneut durchsuchen wieder absolut gar nichts. Also irgendwie finde ich dieses Plasmid relativ sinnlos. Hier ist doch irgendwo eine richtige... Hier, jetzt ist es erforscht. Wo sitzen wir? Da oben. Muss doch irgendwo eine richtige Kamera sein und nicht nur so ein Scheinwerfer. Erstmal in Ruhe umsehen hier. Pharaoh's Fortune Casino. Da liegt Geld in der Fensterbank. Können wir eigentlich aufbrechen und den Alarm wieder aussitzen, ne? Weil wir sind ja unsichtbar dann. Spider-Splicer, und zwar wieder von der Wachsart oder Gipsart oder was auch immer. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran. Vandalen sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Hätte erst den Splicer erledigen sollen. Ui. Das war knapper als zunächst gedacht. Weil der Schuss natürlich die Aufmerksamkeit des Splicers auf mich gelenkt hat. Und wenn ein Splicer auf mich aufmerksam geworden ist und mich tatsächlich auch sehen kann, dann funktioniert ja unsere Unsichtbarkeit nicht mehr. Ja, jetzt haben wir hier wieder einen Alarm, den wir kurz aussetzen müssen. Rein theoretisch könnte ich natürlich jetzt irgendwas erzählen, um die Zeit etwas zu verkürzen. Aber hier auf den letzten 3 Sekunden ist das, glaube ich, nicht mehr notwendig. So. Ja, toll. Hat's ja vollgebracht. $10 zocken. Nein, danke. Aber das Geld nehme ich gerne mit. Ja, sollen wir uns gleich erstmal im Casino umsehen? Und das andere da ist dann wahrscheinlich der Plattenladen, wo wir hin müssen. Gut, dann gehen wir erstmal hier rein jetzt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier mehrere Splicer gibt. Oh Gott. Vor allem auch jede Menge Spider-Splicer. Ich glaube, ich wechsle jetzt mal die Waffe. Da ist er ja. Hi, bist du neu oder der Alte? Du bist der Alte, okay. Nein! Ich will immer aus der Kamera rausgehen und benutze dann aus Versehen einen Verbandskasten. Das ist sowas von dämlich. So, das Fortune Casino. Eins dieser Casinos muss doch auch Fontaine gehört haben, ne? Ich wollte ja sagen Eve's Garden. Hier ist eine Kamera. Okay, dann muss ich die mal lokalisieren. Habt ihr das gerade gehört? Ich glaube, das war der Hund. Was ist los? Hm? Kleine Quietscheente. Oh, ich werde angesprochen. Au! Hey! Boah, jetzt schmeiße ich das Mikrofon um. Hund! Nein! Aus! Aus! Alles gut! Alles gut jetzt! Komm, aus! Oh, ich muss mal kurz... Der Hund ist wach! Hilfe! Ja, ist ja gut jetzt, ne? Ist ja gut. Ja.
Kamera. Ach ja. Da war ja was. Ups. Ich glaube, ich habe die Kamera kaputt gemacht. Hier, die Waffe nehmen wir mal. Obwohl wir ja rein theoretisch... Aber unser Abfackelplasmid weiter benutzen könnten. Ich meine, wir haben es ja jetzt schon ganz schön abgegradet. Wir haben das Plasmid an sich auf Level 2 und dann haben wir ja noch Human Inferno ausgerüstet. Könnte man eigentlich mal mitarbeiten. Wo ist denn die kaputte Kamera hingefallen? Wahrscheinlich da oben irgendwo. Ach, ist mir eigentlich auch egal. Okay, das nervt mich. Hier hacken wir mal automatisch. Und ziehen uns einen Verbandskasten raus. Na, immerhin. Kamera. Mit zwei Filmen. Gen-Upgrades austauschen. Nee, noch müssen wir ja forschen. Bouncer und Little Sister. Und danach können wir die Photographer's Eye auf jeden Fall rausnehmen dann. Könnten wir wahrscheinlich auch jetzt schon, ohne dass wir großartig Probleme kriegen, aber... Die hat er dicht gemacht, weil Krieg herrscht. Schweine! Ja, nee, ist klar. Ist alles gut. Ein Verbandskasten! So. Was meinst du, Splicer, den ich jetzt gerade irgendwie nicht sehen kann, weil er wahrscheinlich unter mir ist? Sollen wir Culpepper kalt machen? Ich habe gerade den Befehl bekommen, Anna Culpepper kalt zu machen. Das ist keine Kriminelle oder so eine abgebrühte Agentin. Wir sprechen hier von einer vollgedröhnten Irren, die ein oder zwei Songs geschrieben hat, die Ryan nicht gefallen. Brenne! Als nächstes müssen wir auf jeden Fall den Eve-Saver ausrüsten. Damit unsere Attacken nicht so viel Eve kosten. Batterien! Ja, wunderbar. Diesmal hat es tatsächlich noch was gebracht. Das, das Diebestonikum. Wir brauchen eine Schacken. Das Schinnlos. Okay, dann können wir wieder runter. Mal auf der anderen Seite runter. Mal gucken, ob da noch irgendwo was liegt, aber anscheinend nicht. Okay, und dann bleibt ja nur noch. Alter, guckt euch an, wie feuerresistent die Viecher tatsächlich sind. Aber das Schöne ist, wenn sie erstmal brennen, dann brennen sie. Meine Sammlung ist nur fast komplett. Hey, Harry, du hast wieder geschlagen. Sag dem alten Arschgeier, deine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Schon wieder den Gerüchten. Cop ist in Reichweite. Ich will mich erstmal hier umsehen. Das ist, ja. Sander Baby, was hast du da wieder gemacht? So, Surprise. Da haben wir ja schon rausgeguckt aus der Tür. Filme brauchen wir nicht mehr. Ich will mir überlegen, ob wir den Big Daddy da nochmal grillen. Nee, sinnlos, oder? Wir brauchen jetzt nicht extra nochmal wieder einen weiteren Big Daddy anlocken. Wir werden garantiert in anderen Bereichen noch Big Daddys treffen. Und sonst können wir ja jederzeit nach Fort Frolic zurück, falls es die Elite-Bouncer
doch in anderen Bereichen nicht mehr geben sollte, aber ich weiß, dass es die noch gibt.